Hallo, mein Ziel ist es heute, dich mit den Begriffen Kooperation, Aggression und Mobbing aus biologischer Sicht vertraut zu machen. Kooperation, das heißt die Zusammenarbeit von Lebewesen, gibt es eigentlich seit dem Entstehen von Geschlechtern. Männchen und Weibchen wirken zusammen, um den Fortbestand der Art zu sichern. Seepferdchenweibchen übergeben ihre Eier an das Männchen, das diese in seinem Brutbeutel an der Bauchseite aufnimmt. Es befruchtet die Eier und nach etwa 4 Wochen schlüpfen die jungen Seepferdchen. Orcas, es sind Raubwale, leben in festen Familienverbänden. Sie kreisen gemeinsam einen Heringsschwarm ein. Die unten schwimmenden Orcas stoßen Luftblasen aus. Die Heringe wagen sich nicht durch den Blasenvorhang und werden durch die weißen Bauchseiten der Wale abgeschreckt. Dann schlagen die Orcas mit den Fluken, so heißen die Schwanzflossen, auf den Schwarm ein. Die betäubten Heringe brauchen sie nur noch von der Wasseroberfläche einzusammeln. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.